war so Anfang 30 auf dem Bahnhof, auf dem Perron, Richtung meinen Zug gelaufen. Der ist schon genug früh dort gestanden, dass ich schon einsteigen konnte. Ich laufe so auf dem Perron, habe einen Rucksack. Und da hatte ich so das Gefühl, dass ich hinten am Rucksack etwas spüre. Da habe ich mich blitzschnell umgedreht und hinter mir einen jungen Mann gesehen, der die Hände genau auf der Höhe von meinem Rucksack hatte. Da habe ich den gerade am Kragen gepackt und gesagt, hey, was machst du da? Hau ab! Ja, ich habe nichts gemacht und so. Dann hat er sich gedreht und ist verschwunden. Ich bin weitergelaufen, beim Zug eingestiegen. Das war so ein Zug, wo die Türen so aufgeteilt waren, dass es einen grossen Mittelteil hatte und am Ende des Wagens jeweils so ein Viererabteil mit 4x4 Sitzplätzen. Ich habe mich dort hingesetzt. Vis-à-vis im Abteil ist ein älteres Ehepaar gesessen und habe gewartet, bis mein Zug fährt. Wenn ich so dort sitze, kommt auf einmal der Typ, der bei mir beim Rucksack herumgefingert hat, mit einem zweiten rein, steht so zwischen die beiden Sitz und zeigt auf mich und zeigt, der ist es. Und dann fangen die zwei an miteinander zu reden, was sie mit mir anstellen wollen. Ob sie mich abschlagen, verprügeln. Und ich habe mich nicht so wohl gefühlt in dieser Situation. Dann ist dazu gekommen, dass die Leute, die in dem Viererabteil waren, nach und nach verschwunden sind. Zuerst die zwei hinten dran, dann das ältere Ehepaar und letztendlich bin ich ganz allein mit diesen zwei jungen Männern dort in dem Abteil gewesen. Und ich habe innerlich für mich nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll. Ich habe einfach immer wieder mal zum Fenster rausgeschaut, sie versucht zu ignorieren. Ich habe mir so überlegt, was mache ich? Ich habe innerlich immer wieder gebetet, habe gesagt, lieber Gott, gib mir die Weisheit, dass ich mich richtig verhalte. Ich habe mir so überlegt, soll ich einen Überraschungsangriff machen? Ich war dort mal nicht gerade ein Schmächtiger und hätte mit dem Überraschungseffekt die zwei wahrscheinlich schon noch packen können. Dann bin ich ein richtiger Schweizer. Und ein richtiger Schweizer hat immer ein Sackmesser im Sack. Hätte ich auch gehabt, habe ich mir überlegt, soll ich schon mal so gemütlich in den Sack langen und das Klingen schon mal aufmachen und parat machen. Und auf die andere Seite haben wir gesagt, nein, Gewalt ist es nicht. Und trotzdem habe ich mich sehr unwohl gefühlt in dieser Situation. Und ich habe immer wieder gebetet, lieber Gott, schenk mir die Weisheit, wie ich mich verhalten soll. Zwischendurch habe ich sie mal angeschaut, dann habe ich wieder zum Fenster rausgeschaut und sie versucht einfach zu ignorieren. Und dann sagt auf einmal der, wo man am Rucksack gelangt hat, zum anderen, hast du ein Messer? Dann sagt der andere, hey, spinnst du eigentlich? Wir gehen. Und in dem Moment ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Die zwei sind abgedüst, gleich darauf ist der Zug abgefahren. Und ich war so dankbar, dass ich mich nicht falsch verhalten habe und dass Gott mich bewahrt hat in dieser Situation. Ich bin der Ralf und ich glaube, dass Gott einem nie im Stich lässt.